Ganz klar. Urzeitdrache freilassen. Urzeitdrache nehmen. Hohen Betrag schnorren. Das ist doch mal eine gute Maßnahme. Wo sind wir hier? Und was macht sie denn hier mit ihrem X-Men-Kostüm? Und Adolf ist da und zeichnet gerade irgendwie so einen Angriffsplan, glaube ich. Pass mal auf, ich brauche einen hohen Betrag. Kann ich mir den schnorren? Natürlich, aber dafür werde ich dich töten. So, 9 Simoleons ist ein super Betrag. So. Hier werde ich einfach von Westen angreifen. Und dann über die Flanke. Beim Teutonischen Wald. Ja, sieht gut aus. Hier noch einen kleinen Smiley hin. So. Eigentlich zeichne ich gerne Kätzchen. Kriegerische Kätzchen. Kriegerische, niedliche Kätzchen. So. Hier noch ein bisschen dann von der Südfront. Und der Spalt in die Garnison. Oh, du hast nicht genug Simoleons, um den Babysitter zu bezahlen. Das ist ja super. Und nu? Kommt gleich ein Schuldeneintreiber? Das fängt ja super an. Ach, die Alte wieder. Die hat doch gerade irgendwas in Tränenmonds Zimmer gemacht. Und das Baby sitzt immer noch in der eigenen Pisse. Alter, das gibt's doch gar nicht. So, was macht sie jetzt? Natürlich Computerspiele spielen. Scheiße aufs Baby. Ist doch alles kackegal. Alter, ich hab da gar keine Worte für. Ja, und nun? Oh, Gehaltserhöhung von 12 Simoleons. Unermüdlich geackert und Gehaltserhöhung bekommen. Ach, super. Tja, Tränenmond ist die... Ach nee, die muss immer noch auf Arbeit sein. Ich würde mich jetzt noch gerne, bevor wir den Haushalt wieder wechseln, würde ich noch gerne die Sachen vorbeibringen irgendwie. Ich weiß nun nicht genau, wie ich das dann machen soll, dass ich die dann da den anderen Schlümpels schenke. Zumindest zu ihrem Bruder muss sie doch einen super Kontakt haben. Da ist das. Ja, die beiden Brüder, die beiden müssen... sie muss ihm doch einfach Sachen schenken können. Das geht doch nicht anders. So, nach Hause fahren kannst du knicken, das wirst du nämlich nicht machen. Wo bist du denn? Ach, da drin. So, du fährst nämlich mal... Ich muss mal ganz kurz gucken, wo war denn das von hier aus gesehen? Wenn hier der Dingens ist... Muss das hier die Straße runter sein und dann haben wir es da auch schon. Okay. Wer ist das da? Joy geht nach Hause. Joy Dennelane. So, jetzt hier Schlümpelhaushalt besuchen. Fridolin ist gerade nicht da. Ist egal, wir gehen trotzdem hier hin und fangen den ab. Ist mir scheißegal, wir müssen auf jeden Fall die Sachen irgendwie rüberkriegen und dann zu den anderen Schlümpels wechseln. Tränenmond hat 456 Simoleons verdient. Super. Ist auch blöd, dass man die anderen Sims einfach komplett ohne Geld da sitzen lässt. Dass sie sich gar nichts mehr leisten können, nicht mal mehr eine Erdnuss oder sowas. Ist schon irgendwie uncool. So, also, ich glaube, wenn jetzt da niemand da ist, da ist tatsächlich niemand da. Pass auf, ich mache mal ganz kurz eine Aufnahmepause, weil es ist ja immer noch früh morgens von dem einen Tag, wo ich die Aufnahme für denselben Tag noch machen musste und ich muss jetzt noch schneiden, damit ich die erste Folge von dieser Aufnahme heute noch hochladen kann. Und folgender Plan, wir reißen die Schlömpels jetzt ein bisschen auseinander und anschließend gehen wir zu den kunibärtigen Schlömpels zurück. Das heißt, wir spielen jetzt vielleicht noch 2-3 Ründchen eventuell mit Fridolin und Sabrina, ich weiß es noch nicht genau. Und auf jeden Fall, wir werden dann Tränenmond lasse ich später ausziehen, weil das dauert noch ein bisschen. Ich würde gerne Salmonella noch aufwachsen sehen. Und dann wechseln wir zu Kunibert. So soll's laufen und nicht anders. Und dann mal gucken, ob vielleicht das Let's Play wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil
es war einfach, die letzte Zeit war viel zu viel Krempel ständig. Viel zu viel immer essen, immer kacken, immer duschen, immer essen, immer kacken, immer duschen. Und schlafen, schlafen, schlafen. Und das war auf Dauer einfach irgendwann so dröge, dass ich... mal gucken, vielleicht funktioniert es ja so mit dem Aufteilen. Ich lasse mich überraschen. Und hier beende ich erstmal. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme oder vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge SIMS. Und wir befinden uns hier gerade im Haushalt der... Ach nee, wir befinden uns hier am Haus der neuen Schlömpels. Ich muss natürlich mal wieder ein bisschen reinkommen. Und wir sind aber gerade im Haushalt der alten Schlömpels, also hier von der alten Quaddel und ihrer komischen, Familie, ob man das Familie nennen möchte. Diese alten Restplatzverkäufer hier, da wollen wir mal ganz kurz reingucken. Und wir haben jetzt Folgendes, ich lese ja immer fleißig die Kommentare und dann schaue ich mal gerade... Das Familieninventar, da werde ich mal sofort das umsetzen, was da am häufigsten gesagt wurde. Und zwar schaue ich da gerne mal ins Familieninventar. Hallo, die Musik darf übrigens gerne wieder mitspielen. Ach, die Musik spielt mit, ich hatte nur nicht auf Kopfhörer. Hahaha, wie witzig. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Das Familieninventar war, hier waren Sammlungen, hier ist das Familieninventar. Wenn du umziehst oder neu dekorierst, gut, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt nachträglich noch klappt. Und zwar wird Tränenmond hier einfach mal alles einsacken, vom Bett bis hin zu... Obwohl, das Bett können wir hier lassen. Nee, das Bett nehmen wir mit, komm. Ah ja. Ziehe die Gegenstände in dieses Fenster. Hallo, hier in das Fenster. Ach so, ich bin ja auch doof. Ich will ja direkt einen Drop machen, aber das geht natürlich nicht. Die Rakete und der Spiegel und der Schreibtisch mit all seinen Sächelchen. Das tolle Bild und hier nochmal der Vogelbaum natürlich auch. Das Tischlein mit dem Wecker. Dann räumen wir hier die Bude komplett aus, ohne Gnade. Hier das Regal. Das Licht lassen wir mal. Anschließend würde ich sagen, für Sabrina hier noch das Trainingsgerät. Die Laterne können sie gerne mitnehmen und hier das auch noch. Und was können wir denen noch kredenzen? Ich meine, die Schlömpels, die haben doch sowieso nichts mehr. Die haben ja keine Kohle mehr. Also nehmen wir noch das letzte bisschen Würde, packen das auch ins Familieninventar. Vielleicht können wir Frikadella ins Familieninventar packen, weil die alte braucht doch sowieso niemand. So, ich mache ja mal ein bisschen auf den Kopfhörer, mache ich mal gerade ein bisschen leiser. Damit ich nicht so in das Mikrofon reinschreie. So, war es das denn schon? Die Kaffeemaschine lasse ich hier, den Kühlschrank nehme ich noch mit. Nein, mache ich natürlich nicht. Hier noch Tränenmond hat ja ihre eigenen Klamotten und hier brauche ich sonst gar nichts mehr. Computer habe ich alles dabei. Jawohl, sieht gut aus und ich glaube, damit können wir uns hier verabschieden. Ich könnte das Bäumchen noch mitnehmen, aber den Apfelbaum möchte ich bewusst hier stehen lassen. Und die Wäsche auch. So, ich glaube, das war es dann soweit. Ich glaube, dann können wir mal rüber switchen, beziehungsweise wir müssen auf die Tränenmond. Tränenmond! Die braucht mal eine neue Stimme, die Tränenmond, ne? Die kann ja nicht immer nur, hallo, ich bin so traurig. Oder doch, ich weiß es nicht genau. Ach, guck mal, die steht hier, ach, die hat nicht geladen vorhin. Weil ich im Pausemodus war. Kennt ihr schon die unsichtbare Tränenmond? Hallo? Das ist ja... Also ich, das ist... Okay, also Fridolin schleicht, ne? Das ist ja okay. Aber es wäre doch ein bisschen unschön, wenn die wunderhübsche Tränenmond, die gerade an Bücher denkt übrigens, hier unten auf dem Boden... Also wenn die jetzt unsichtbar wäre, das fände ich schon ein bisschen belastend, muss ich ja dazu sagen. Und die müsste doch eigentlich, müsste die nicht gerade auf Arbeit sein? Wieso hat die denn da nix irgendwie? Ach, die Mutti ist zu Hause auf der Couch. Sag mal, kann es sein, dass...
Ist es im Bereich des Möglichen, dass wir gerade in einer Geisterstadt leben? Ich muss dazu sagen, beim Start von Sims hat er mir wieder auf 1024x768 umgeschaltet und hat wieder sämtliche Konfigurationen gelöscht. Das soll ja ab und zu mal vorkommen. So, die Katze ist, glaube ich, da, ne? Die habe ich ja vorhin gesehen, diesen schwarzen, hässlichen Fleck. Hier auf dem Rasen, genau. Die Katze ist da. Ja, Schnauze. Gut, Frikadelle hat ein bisschen abgenommen, das ist ja völlig realistisch. Aber ich habe so das Gefühl, also irgendwie, ist jetzt ein bisschen schäbig. Was macht sie denn da? Ach, mit jemandem chatten. Tja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch jetzt nicht die Familie umschalten. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dann das Familieninventar verliere. Warte mal, ich muss mich ja wieder anders hinsetzen. Jesus Maria. So, ja, yeah, jetzt setze ich mich mal anders hin. Ich will jetzt auch nicht die Familie wechseln, weil ich Angst habe, dann Items und Familieninventar zu verlieren. Das wäre mir nicht so recht. Halt, nein! Oh, Hilfe, ich wollte Pause machen. Ich wollte doch gar nicht zu Frikadella. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wer da auf dem Fahrrad vorbeipest. Und plötzlich war das Fahrrad... Oh. Ach Mensch, jetzt hört doch mal auf, da dauernd umzuswitchen. Ich will immer mit Space in die Pause gehen, also mit der Leertaste. Aber das ist ja natürlich immer zum nächsten Sim-Zoomen. Ja, also irgendwie scheint ja hier die Textur nicht richtig geladen zu haben. Ich frage mich, pass mal auf. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Wir durchleiten das jetzt mal gemeinsam. Wir speichern und beenden mal. Nee. Hauptmenü, beenden, speichern als, Hinweise statt bearbeiten, speichern. Brrr. Hauptmenü. Ja, ich möchte gerne speichern, denn jetzt ist so viel passiert in dieser Aufnahme. Immerhin sind wir ja schon 6 Minuten dabei, dass ich einfach diese wertvolle Änderung möchte ich einfach wirklich gesichert wissen. Immerhin haben wir schon Sachen ins Familieninventar geschoben und brauchen jetzt 10 Minuten zum Speichern und Laden, um diese 6 Minuten aufzufangen. Ja, das wird ja mal interessant. Mist, ich wollte eigentlich sofort loslegen. Aber irgendwie scheint das ja dann nicht so funktioniert zu haben. Ich war gerade richtig motiviert, eine neue Aufnahme zu starten. Verdammt. Los, speicher, speicher doch. Speichern, speichern, schneller speichern. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also das Schwarz im Hintergrund. So. Schlömpel. Was denn da los? Ich sehe hier auch keine Charaktere mehr, wenn ich das mal so festhalten darf. Das wäre jetzt übrigens extrem, extrem ungeil, wenn die Charaktere irgendwie nicht mehr geladen werden. Was ist denn da nur los? Wieso ist das Spiel so buggy geworden? Oh, Blasen! Deine Sims lieben den Whirlpool genauso sehr wie du. Genau, den Whirlpool. Mhm. Deine Sims haben verschiedene Karrieremöglichkeiten. Naja, das ist ja interessant. Mich würde erstmal interessieren, dass meine Sims wieder ein Gesicht kriegen. Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt nicht alle Sims einfach nur weg sind. Ich würde mich doch ein bisschen ärgern darüber. Tja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier los ist. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie noch ein paar Stunden aufnehmen. Also das war so mein Plan. Da war ich gerade mal... Ich wollte ja... Sims soll ja eine Pause kriegen. Da wollen wir eine kleine Pause gehen. Vorher möchte ich gerne noch ein bisschen Story hier und da voranbringen. Aber so bringt das ja nichts. Ich meine, wir spielen doch hier mit den Schlömpels und nicht mit den Geistern. Gehen wir mal in den Park, aber ich glaube... Ich kann ja eh nicht sehen, ob jemand vor Ort ist, wenn die alle unsichtbar sind. Tränenmond hat erfahren, dass Hien Single ist. Tja, da wird die unsichtbare Hien wohl gerade bei der unsichtbaren Tränenmond. Ach nee, die chattet gerade mit Hien. Ach so. Immer diese Computermädchen. So, hier guck mal, der Wagen ist in der Einfahrt, die große Zitrone. Dann klingeln wir mal, Schlömpelhaushalt besuchen. Ich klingel...
Ist ja nicht unser Laptop, ist doch egal. So, lauf, unsichtbare Tränenmond. Ich werde sie heimsuchen. Tja, da drin sehe ich gerade eine unsichtbare Sprechblase rumlaufen. Das heißt, unsere Sims sind allesamt verschwunden. So, der unsichtbare Fridolin wird jetzt die Tür öffnen. Hallo? Ins Haus eingeladen werden. Wagner! Crimbo? Tja, ich kann leider mit dem unsichtbaren Fridolin auch nicht interagieren. Ich find's süß, wie die Sprechblasen hier über so einen Boden huschen, so. Hui. Oh. Danke. Du. Tja. Zen. Wibner. Ach, ich will doch nicht zu Frikadella wechseln. Ich wollte wieder Pause machen. Mensch, ich wollte... Wieso ist Tränenmond jetzt im Garten? Pass auf. Fangen spielen? Ach, na ja, die Schlömpelkinder. Auch wenn sie unsichtbar und tot sind, ist doch gar kein Problem. Also pass auf, ich mach das jetzt so. Ich werde mal ein bisschen mich schlau lesen, woran das liegen kann. Und werde mal gucken, ob ich das irgendwie wieder hinbiegen kann. Diese Folge hier wird wahrscheinlich an einem Dienstag release. Das müsste morgen sein. Und daraufhin wird es leider erstmal keine Folgen geben, bis ich diesen Fehler behoben habe. Das heißt, da kann ich nichts für, das tut mir sehr leid, das ist außerhalb meiner Macht und ich habe das auch nicht extra gemacht oder so, ich wüsste nicht mal wie. Ich werde mal gucken, ich werde mal rumfragen, ich werde mal rumlesen und dann werden wir mal schauen, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Wenn ihr eine Idee habt, woran das liegen könnte, es gibt ja zig Leute da draußen, die sich bei Sims besser auskennen als ich. Wenn ihr eine Idee habt oder irgendwas, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, weil ich bin gerade ein bisschen ratlos. Und ich würde nur ungern mit den unsichtbaren Sims weiterspielen und hätte schon gerne die Familien wieder und so weiter und so fort. Ist ein bisschen doof so, auch wenn das niedlich aussieht mit den Sprechblasen. Tja, dann beende ich mal die Aufnahme. Das ist, glaube ich, Rekord, dass ich die Aufnahme nach insgesamt 12 Minuten beende, weil der Rest stammt ja aus der Aufnahme davor und das habe ich ja noch nie so erlebt. Tja, nun, also, ratlos und kopfkratzend verabschiede ich mich bis zur nächsten Aufnahme. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt. Ich muss erstmal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und ich habe da jetzt ehrlich gesagt, naja, Schulterzucken und so weiter und so fort. Ey, das ist voll scheiße. Eigentlich wollte man doch wieder ein bisschen den Kunibert besuchen. Na komm, ich drücke mal auf Speichern und Beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Und die Betonung liegt auf Wiedersehen. Na, weil Sehen ist schöne, Augenlicht hat uns hier, ne, hat uns der große Daddy geschenkt und so, und dann müssen wir... Okay, ne, also bis zur nächsten Folge, wann auch immer die so kommen wird. Bis dahin, tschüss! Tschüss!